Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Lordcraft an. Und dieser heißt Biosyn Sanctuary. Also Biosyn Zuflucht. Man kommt hier mit dem Heli an und geht dann hier entlang in das Gebäude. Und dann kommt man vorne raus beim Eingang. Das ist ein selbstgebautes Eingangsgebäude. Und als allererstes kommt man hier bei ein paar Besucherläden vorbei. Ist auch sehr schön gemacht. Tolle Gebäudewahl. Sitzmöglichkeiten, Bepflanzung, verschiedene Wegfarben. Finde ich sehr schön. Du hast übrigens eine E-Mail geschrieben, dass du dich ein bisschen inspirieren lassen hast von meinem Biosyn Park. Das ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich eher darüber. Bin gespannt, ob wir hier ein paar Parallelen wiederfinden. Oh, das ist auch sehr schön gemacht mit dem Jurassic World Tor da. Wir gehen jetzt mal hier rechts entlang. Sieht schon wieder echt cool aus mit dem Nebel und dann die Berge hier im Hintergrund. Okay, hier ist dann ein Einschienenbahneingang. Werden wir erstmal noch nicht mitfahren. Ihr wisst ja, was ich davon immer halte. Also sieht von außen cool aus. Aber da selber mitfahren, da sieht man leider nicht so viel. Hier vorne kommen wir erstmal auf das erste Gehege zu. Und das ist ein Triceratops-Gehege. Der Weg geht einmal komplett drumherum. Da kann man drumherum laufen. Und hat gar keine Zäune oder sowas. Das ist alles mit Felsen gemacht. Da hat man wirklich einen tollen Blick auf die Triceratopse. Triceratops ist auch eine gute Wahl für den ersten Dinosaurier. Ich glaube, da freut sich jeder Besucher drüber. Ich zeig's euch mal von oben. Oh, so ein kleines süßes Gehege. Und hier ist sogar Flutlicht mit drin. Ist auch noch mal ein bisschen Deko. Auch hier die Landschaftsgestaltung, sehr schön. Geht es hier ein bisschen hoch. Auch alles schön beleuchtet. Und dann haben wir hier die nächsten Besucherläden mit vielen Sitzmöglichkeiten. Ja, und so ein bisschen kann man die Parallelen erkennen. Ich glaube, so habe ich das ja auch ähnlich gemacht. Finde ich cool. Oh, hier ist dann auch dieser Aussichtsturm, der kann ja dann hochfahren. Und dann hat man einen Blick. Oh, da hinten ist auch noch ein Aussichtsturm, habe ich gar nicht gesehen. Aber man hat auf jeden Fall einen Blick auf ein wunderschönes Pflanzenfresser-Mischgehege, so wie es aussieht. Dürfte ein Galli sein. Sind das? Red Nuctus, oder? Ich glaube schon. Das ist ein sehr großes Gehege. Da hinten ist auch ein Fleischfresser. Ein Rexy. Zwei Rexys sogar. Das heißt, das ist ein Mischgehege mit Pflanzen und Fleischfressern. So sieht das Ganze übrigens aus dem anderen Turm aus. Und das ist jetzt eigentlich Dreadnoctus? Ja, okay, war richtig. Dann habe ich ja nichts Falsches gesagt, das ist sehr gut. Ich gehe jetzt mal hier entlang, weil du hattest hier auch eine sehr coole Idee. Genau, mit dem Schutzraum, das hast du in die E-Mail geschrieben. Das soll hier kein Schutzraum sein, das soll sozusagen ein Tunneleingang sein. Gibt ja aktuell leider die Tunnel-Mod nicht auf der neuesten Version. Aber das heißt, man geht dann hier rein in den Tunnel und kommt dann irgendwo in dem Gehege raus. Ach, da. Hier kommt man dann raus. Das heißt, man hat nochmal so einen schönen Bereich im Gehege dann. Können wir auch mal schnell reingehen. Dann fahren wir mal schnell hoch. Und hier ist dann sogar nochmal so ein kleines Easter Egg eingebaut. Jurassic Park Toilette. Und dann kann man auch noch mal schön von dieser Seite gucken. Ist dann inmitten vom Gehege. Okay, die Bäume verdecken natürlich sehr viel hier, ne? Also man kann so ein bisschen die langen Hälse von den Dreadnoctus sehen. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich eher so für diese Waldoptik, wenn dann hier Dinosaurier hinkommen. Hätte es hier noch cool gefunden, wären hier noch irgendwie ein Fieder oder so gewesen. Das hätte ich noch cool gefunden. Also wären die dann hier fressen gekommen, die Dinosaurier. Die Stegos hatte ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Die haben sich sehr versteckt. Hier hinten geht es dann weiter.
Oh, hier ist auch eine Jurassic Tour. Das ist cool. Uranosaurus, Dinoceratops, auch nochmal ein Mischgehege, so wie es aussieht. Und hier vorne ist... Oh, hier ist bestimmt was Gefährliches drin. Sieht aus wie so ein Raptor-Paddock. Ich glaube, hier sind auch Raptoren. Mit einer Beobachtungsgalerie von der Lagune. Da muss man immer dann so ein bisschen was vormachen, weil sonst würde hier das ganz komisch aussehen. Ist aber gut gelöst. Das heißt, dann kann man sich hier reinsetzen. Oh, da ist sogar so ein Velociraptor-Schild noch hingemacht. Dann kann man da die Raptoren beobachten. Oh, ich glaube, das ist der Raptor-Squad. Und der 2001 Male Raptor. Den finde ich auch sehr cool. Blue ist aber auch da hinten. Da ist Blue. Wir gehen jetzt aber hier den Weg entlang. Da kommt man nämlich auf ein Innovationscenter zu. Und hier ist auch wieder ein Einschienenbahn-Ein- und Ausgang. Oh, das hier vorne ist auch ein Gehege. Stegimolochs sind hier. Das ist mit diesen unsichtbaren Zäunen immer irgendwie echt absurd, dieses Feeling. Dass sie dann so nah dran sind an den Wegen, die Dinos. Aber es ist natürlich dann auch echt interessant, wenn man dann direkt hier vorsteht so und die fast streicheln kann. Und hier geht dann die Jurassic Tour los, so wie es aussieht. Oh, hier ist auch noch ein Industriebereich. Selbst den hast du schön gestaltet. Das sind hier, glaube ich, Helikopterlandeplätze. Und hier werden dann richtig Biosyn-Forschungsarbeiten gemacht. Carnotaurus hier. Dann haben wir hier Ankis. Die Armen, ey, auf engstem Raum. Paririnus. Aber auch schön gestaltet hier, der ganzen Deko. Hier ist ein Rexy. Hier sind noch einige Forschungsgebäude. Dinosaurierkäfige, Kräne. Und da hinten ist ein Indoraptor. Also ich glaube, hier wird dann ordentlich an diesen ganzen Hybriden und sowas geforscht und Dinosauriern. Wir springen jetzt aber mal in die Jurassic Tour. Da sind wir direkt bei den Uranos. Nehmen wir einige Dinosaurier gerade niedrige Gesundheit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist leider ab und zu dann immer so, wenn man Safe Games irgendwo einfügt oder so, dass das dann mit den Einstellungen nicht ganz übernommen wird, glaube ich. Aber wenn jetzt hier gleich eine Leiche liegt, dann ignorieren wir das einfach. Das habe ich ja bei den letzten Besichtigungen auch schon gemacht. Das kann man halt nicht ändern. Boah, das sieht gerade richtig cool aus mit dem Nebel. Welcome to Jurassic World. Ich finde die Karte aber auch eh wunderschön. Hier ist immer eine richtig coole Atmosphäre. Oh, jetzt sind wir nochmal kurz in diesem Gehege, wo der Tunnel von war, mit den Rexys. Ich glaube, das ist nur ein kurzer Abstecher hier durch. Und hier vorne geht es in ein Aviarium. Selbst hier ist der Nebel drin. Pteranodons sehe ich, die Morphodons. Schläft hier gerade. Ich glaube, das ist sogar der aus dem Film. Oh, dahinter ist sogar ein Tapajara noch. Oh, und hier sind sogar Landdinosaurier noch mit drin. Das ist ein Mischgehege. Finde ich auch immer interessant. Nasutoceratops. Hier auch einige Beobachtungsgalerien. Brauchen wir ja gleich da nicht mehr reingehen. Ich denke mal, das haben wir schon ganz gut gesehen. Hier vorne ist sogar noch ein weiterer Urano. Okay, krass. Vielleicht ist es auch verbunden, dass die da rein und rauslaufen können. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das machen kann, dass die Dinosaurier
von innen nach außen laufen und andersrum. Das wäre halt auch mal cool. Aber hier geht es jetzt wieder raus. Nämlich in dieses Gehege. Wo dann auch die Uranus sind. Aber ich finde die Idee ganz cool, dass du da drin auch welche reingemacht hast. Dadurch kommt halt so ein bisschen dieses Feeling auf, dass die halt so ein Indoor-Outdoor-Gehege haben. Aber ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Wir können ja einmal von oben gucken. Okay, das Gewässer führt auf jeden Fall auch in das Aviarium rein. Aber nee, die hast du da einfach noch mit rein platziert. Ich glaube, die können hier nicht durch die Wände. Aber ich würde sagen, wir gehen dann direkt hier vorne weiter. Nochmal ein kleiner Industriebereich. Selbst den hast du schön designt. Und dann haben wir eine Abzweigung. Können wir uns, glaube ich, das erste Mal verlaufen. Geh erstmal rechts. Rechts sieht es aus, als wenn es dann irgendwie endet. Haben wir das nächste Gehege. Nigasaurus. Hat man auch wieder einen schönen Blick von oben. Und hier vorne kommt man dann auf ein paar Hotelanlagen zu. Auch hier wieder schön mit verschiedenen Wegfarben gearbeitet. Viele Sitzmöglichkeiten. Für meinen Geschmack schon ein paar zu viele, weil das sieht sehr eng aus. Also hier sich durchquetschen ist, glaube ich, nicht so angenehm. Ist auch nochmal ein einschiebbaren Ausgang. Und nochmal ein weiteres Gehege. Wirkt leider auch ein bisschen klein, das Gehege. Edmontus und Haras haben wir hier. Ah, hier kommt man dann zu den Galerien, die wir gerade schon gesehen hatten. Da gehen wir jetzt mal nicht rein. Dann gehen wir jetzt mal den anderen Weg an der Abzweigung. Dann hat man hier nochmal ein Pyroraptor-Gehege. Pyroraptoren sind auch echt cool. Nochmal ein paar Besucherläden und Sitzmöglichkeiten. Ist auch alles sehr schön beleuchtet. Da müssen wir unbedingt gleich nochmal bei Nacht gucken. Es ist ja sehr viel Mühe gegeben, überall Laternen und sowas hinzuplatzieren. Hier ist auch nochmal eine Gyrosphärenfahrt. Und nochmal ein Pflanzenfressergehege, so wie es aussieht. Auch wieder Mischgehege. Da hinten ist zum Beispiel ein... Was ist das jetzt? Iguanodon? Das müsste ein Iguanodon sein. Und ein Archeornotomimus, glaube ich. Oder ein Struthio, kann auch sein. Das hier sind Brachios, die komisch zucken. Dann kann man hier nochmal entlang gehen. Und nochmal zu einer weiteren Einschienbahnstation kommt man da. Und zum Gyrosphärenfahrteingang. Ein wunderschöner Iguanodon-Skin. Steigen wir gleich mal in die Murmel ein hier. Oh nein, die ersten Dinos sterben. Ich muss mich beeilen. Die Todes-Sanctuary. Was sind das jetzt? Okay, Archeornotimimus war richtig. Mein erster Guess. Ich werde hier bestimmt gleich weggekickt wie so ein Fußball. Apropos Fußball, geht nicht bald sogar die WM los? Ich glaube schon. Wie groß der ist. Das dürfte der Jurassic Park 3 Brachio sein. Der ist tatsächlich auch von der Körperform anders. Der ist so ein bisschen bulliger vom Körper. Der wirkt gerade richtig riesig neben meiner Kugel. Hier zum Ende hin sehen wir dann auch nochmal ein Iguanodon, der schläft. Und hier vorne ist dann auch noch mal eine Lagune. Da kann man sich dann auch noch mal reinsetzen. Und hier scheint irgendwas zu sein mit einem Haifieder. Ja, ein Moser ist es. Ein Mosasaurus. Kann man dann natürlich hier perfekt beobachten. Der ist schon sehr gut platziert, der Haifieder. Ich glaube, dass das normal so platziert. Doch, ich glaube schon.
Oder? Nee, ist nicht normal platziert. Ich wollte schon sagen. Also du hast die Galerien dann hier selber rein platziert. Funktionieren die denn dann trotzdem nicht gut? Ja, man hat mega die gute Sicht. Das heißt, wenn dann der Moser den Haider frisst, kann man das sogar unter Wasser sehen, wie er Anlauf nimmt. Leider ist es gerade von der Sonne her, vom Winkel her nicht so gut, deswegen spiegelt es ein bisschen. Hier sind aber auch noch ein paar Ichtis drin. Und auch sogar ein bisschen Deko unter Wasser. Vereinzelt. Ich hätte mir bei dieser Deko so ein bisschen noch gewünscht, dass da auch die Wassersaurier mit interagieren. Dann wäre das noch ein wenig spannender gewesen. Oh, der Moser hat hier gerade perfekt gefressen. Gerade Fische gefangen. Vor der Galerie. Schade, dass ich nicht drin geblieben bin. Kriegt man selten zu Gesicht. Ja, aber sonst ist die Lagunendeko halt nicht so spannend. Man sieht die halt selten. Und man muss wirklich viele Objekte platzieren, damit es dann wirklich cool aussieht. Und meistens ist man dafür zu faul, weil man es halt kaum sieht da unten. So, dann geht es hier hinten noch lang. Auf einer weiteren Besucherfläche. Mit Ankis. Und Apatos. Laufen da auch durch den Wald. Und dann kann man hier vorne nochmal lang zu einem weiteren Beobachtungsturm. Hat man nochmal einen seitlichen Blick auf das Anki-Gehege. Und dann geht's hier zurück. Also jetzt sind wir wieder hier vorne. Hier ist das Pyroraptor-Gehege. Und ich glaube, dann haben wir es soweit. War halt wirklich ein riesiger Park. Du hast die ganze Map ausgenutzt. Aber wir konnten uns nicht verlaufen. Also war ein sehr striktes System durch den Park. Und ihr seht jetzt auch nochmal die Einschienbahn. Also wir können jetzt nochmal damit durchfahren. Aber die führt eigentlich überall hin und bringt die Besucher auch überall hin. Ist dann sehr praktisch, wenn man am Ende ist, muss man nicht zurücklaufen, kann man einfach hier einsteigen und dann bis hier vorne fahren und dann ist man beim Ausgang. Hier ist natürlich dann auch noch dieses Biosyn-Gebäude. Im Hintergrund die Schneegipfel, das sieht schon cool aus. Bei Nacht ist das Ganze auch sehr gut beleuchtet. Sieht voll krass aus von oben hier, die Beleuchtung. Wie hell das ist. Voll interessant. Aber das ist hier wirklich alles sehr schön ausgeleuchtet. Auch mit Flutlichtern gut gearbeitet. Ihr könnt übrigens das Safe Game von diesem Park in der Videobeschreibung runterladen. Und falls ihr auch mal im Park einsenden wollt, findet ihr dort auch alle Infos dazu. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Lordcraft, fürs Einsenden von deiner Biosyn Sanctuary. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich jetzt noch sehr über ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus freuen. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.